Ja, hallo meine Lieben und willkommen zu einer neuen, frischen und unangetasteten Staffel von Menschen Mainer. Heute geht's los mit Episode 41, das neue Jugendschutzgesetz. Keine Ahnung, was es bedeutet, keine Ahnung, wer da jetzt hier der Protagonist oder die Protagonistin ist, aber ich bin gespannt. Also wir hatten ja jetzt ja in der vierten Staffel, hatten wir ein paar ziemlich gute Episoden. Ich kann nur sehr empfehlen, Helden des Tages sich anzuschauen, die zwei Episoden von Mr. L. Secret of Manic Mansion war es, glaube ich, und wie ist die andere? Carry On Smiley. Sehr empfehlenswert, wenn ihr mal ein paar gute sehen wollt. Das war richtig gute. Und mal gucken, was uns jetzt erwartet. Ich bin gespannt. Und ich würde sagen, keine großen Einführungen. Los geht's. Ach, das ist ja mal wieder typisch. Wenn ich Hunger habe, ist nichts zum Futtern im Kühlschrank. Ja, wer kennt das nicht? Muss ich wohl oder übel zum Pizzascheck runter. Ach. Ohne Geld kauft sich schlecht. Gut, also wir haben eine sehr, sehr wichtige Mission, die das Gefüge von Raum und Zeit verändern wird. Wir müssen Pizza kaufen. Wir nehmen einfach das Glas mit, was uns hier schon so angucken. Ich finde es auch interessant. Klasse. Wer hat denn einen Fernseher auf dem Kühlschrank stehen? Das habe ich ja noch nie gesehen, die Kombination. Also vor allem, ich meine, das ist doch total unbequem. Man sitzt doch hier so da und guckt dann, muss dann seinen Kopf so nach rechts drehen und nach oben, kriegt man auch beim Essen einen steifen Nacken, oder nicht? Wäre das nicht sinnvoll, wenn man schon den hat, irgendwie hier mal so in Sichtweite zu stellen. Aber gut, das eben das sein. Ich würde sagen, ja, machen wir den Fernseher an. Der Weltraum. Unendliche Langeweile. Kaffee schwarz, Junge. Oder muss erstmal die Fäuste fliegen lassen. Okay, das sind jetzt nur Gags. Darf ich jetzt endlich auch mal Captain sein? Nichts Interessantes. Ein Kühlschrank, die Milch kann man doch mitnehmen, ne? Ist sie noch gut? Eine Backen Frischmilch. Gut, ich hoffe, die ist auch wirklich frisch und nicht so angegammelt, man weiß es ja nicht. Ja, es ist mein Tisch, an ihm esse ich immer. Das muss eine Lüge sein. Sich an den Tisch setzen und etwas essen? Keine schlechte Idee. Wenn ich etwas zu essen hier hätte. Milch erwärmen. Warum sollte ich es in die Mikrowelle stecken? Ja, die leere Packung brauche ich nicht mehr. Okay, jetzt haben wir wieder ein Glas mit Milch. Warum auch immer. Ich habe nichts zum Spielen. New Wave. Hier haben wir unseren Musizierzimmer sozusagen, ne? Sein Bandzimmer, Schlagzeug. Ich hab die Stöcke verbummelt. Hast du überhaupt einen Überblick in deinem Leben? Also, Geld hast du verbummelt, Stöcke hast du verbummelt. Kannst du nicht irgendwie, was sagt er? Mein Schlagzeug, das benutze ich auch in der Wing Smiley Show. Ja, das sollten die Leute vom Umzugsservice machen. Die schleppen das auch immer zu Wing. Also, umständlich, oder? Also, wenn der will mir sagen, der engagiert jedes Mal, wenn der in der Wingshow auftritt, und das ist ja wahrscheinlich so eine Daily, Nacht-Talkshow, sag ich mal, ja, schleppen die das immer dahin, das muss doch teuer sein. Warum sich denn nicht einfach ein Schlagzeug dort kaufen oder, ja, sich eins zur Verfügung stellen lassen? Stereoanlage, ordentlich. Das Teil hat mich ein Vermögen gekostet. Cooler Sound. Leider nicht von mir. Oh, jetzt kommt die bedrohliche Zack McGregor Musik. Okay. E-Gitarre. Meine Gitarre. Ich spiele ziemlich gut. Da liege ich nachts. Allein. Wie immer. Da liegt ja noch eine Socke. Ich will nicht wissen, was du damit gemacht hast. Kein Wunder, dass nach dem Wäschewaschen eine gefehlt hatte. Ja, ja. Eine Socke liegt unterm Bett. Wir wissen Bescheid, ne? Also, muss gar nicht so tun. Keine Chance. Der Typ, der unter mir wohnt, läuft dann wieder amok. Ach nee, da wohnt ja jetzt Ahmed. Ah, ich wollte schon sagen, ich meine, jetzt ehrlich, ich glaube, die E-Gitarre ist auch noch das geringste Problem. Wenn du das Ding da anmachst oder Schlagzeug spielst und du richtig aufdrehst, dann könnte es noch lauter werden. So, die Socke packen wir da rein. Haben wir diese, ich weiß nicht, dass das wirklich funktioniert, haben wir diese Milchsockensäure, das ist ja so ein Running Gag in dem Spiel, dass das funktioniert. Ja, das sollten die Möbelpacker machen. Jetzt nicht die Zeit zum Schlafen. Telefon. Mein Telefon. Irgendwann wird mich jemand anrufen und mir einen Plattenvertrag anbieten. Nö. Wen sollte ich denn anrufen?
Weiß ich nicht, du hast doch Freunde, oder? Portemonnaie. Na, ist doch wunderbar, da haben wir es doch. Mein Buch. Mein einziges Buch. Hey, na, wirst du lieber ein Buch im Haus haben als gar keins, ne? Also, es gibt Menschen, die haben noch nie was von einem Buch gehört. Vielleicht später. Mein Pokal für das beste Schlagzeug-Solo. Das ist doch fantastisch. Es ist sauber poliert. Wenn ich es jetzt anfasse, bekommt er wieder Fettflecke. Ah ja, auch ich habe einen Chuck. Es ist einer der vielen Ableger von Dr. Freds Chuck. Das ist doch wunderbar. Leider nicht. Manchmal beißt er. Ah, ich werde auch vorsichtig sein. Wir gucken aber erstmal in unsere Portemonnaie, ob da überhaupt Geld drin ist. Meine Cashcard und ein paar Dollar. Ja, es sind noch ein paar Dollar drin. Gut, da haben wir doch jetzt alles. Wahrscheinlich können wir die Tür nicht öffnen, weswegen wir dann die Milchsocken sauber verwenden müssen. Nee, geht schon. Oh. Da ist scheinbar... Da leckt etwas. Ja, gab einen Wasserschaden in der Wohnung oben drüber. Ah, ist ja interessant. Wenn ich den Tropfen anvisiere, steht da immer noch Eimer. Ich wusste nicht, dass der Tropfen der Eimer ist. Der Tropfen fällt in den Eimer, ist aber nicht der Eimer. So, Poster. Oh Mann, dieses Poster ist so alt. Wer ist eigentlich dieser Ron Gilbert? Ja, ganz unbekannt, ne? Zwinker, zwinker. Dann geht die Tapete kaputt. Wieso, hast du jetzt irgendwie... Hast du das Kundenkleber genommen oder... Hast du es mit der Wand eintapeziert oder was? Ah ne, wir wollten erstmal gucken, was es hier noch so gibt. Die Schublade kann ich nicht aufziehen. Aber schön, dass wir auch mal so Sitzwohnungen von innen sehen, ne? Schlüsselhaken. Ja, hier hängt immer mein, hängt immer meine Schlüssel auf. Hey, wo ist denn mein Schlüssel? Play Mummy 2022. Den kaufe ich mir jedes Jahr. Aha, okay, interessant. Ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, dass jetzt das Jahr 2022 angegeben wurde. Scheinbar hat da jemand das eingestellt, dass ich das mit den, ja, dass ich das mit dem aktuellen, der aktuellen Zeitanzeige des Computers konfiguriert, ja. Deswegen Playmate 2022, weil ich das jetzt vor 10 Jahren gespielt habe oder so, oder vor 5 Jahren, würde das auch dementsprechend angezeigt werden. Oh, guck mal, was haben wir denn im Bad? Ja, eine Badewanne. Meine Badewanne. In ihr nehme ich jeden Samstag ein heißes Bad. Natürlich ganz alleine, wie immer. Was haben wir denn hier? Was ist denn das Grüne? Soll das irgendwie Schimmel sein oder irgend so eine lebendige Ekelplörre? Ich weiß gar nicht. Schau. Mein kleiner Schrank. Oh, Schlaftabletten. Schlaftabletten. Ach, hast du das schon nötig? Ja. Sind bestimmt versteckt die blauen Pillen drin, ne? Man weiß es nicht. Mein Waschbecken. Dumm-di-dumm-di-dumm. Ich wasche meinen Penis. So, fertig. Meine Hände sind jetzt wieder sauber. So. Ach, Mann, ich sehe so cool aus. Seht euch vor, Ladies. Seht es in der Stadt. Ja. So ein richtiger 8er Jahre Bad Boy, ja. Ich sehe schon. Dreh dich mal um. Okay, ich drehe mich weg. Zeit verspüre ich noch kein Bedürfnis. Toller Sound. Das ist wahr. Und dann ätzen wir uns einfach mal durch die Tür durch. Besser nicht. Warum sollte ich in das Glas stecken? Ich muss jetzt die Schlüssel finden. So sind... Hä? Achso, ich komme da einfach raus. Scheinbar kein Problem. Der dritte Stock ist momentan abgesperrt. Gab einen Wasserschaden. Oh, hat der ganze Stock abgesperrt. Wahrscheinlich wurden alle Bewohner evakuiert oder was. Ne? Oh, klingeln wir mal bei uns selbst. Außer mir wohnt ja niemand drin. Na, klingeln wir doch mal hier. Hallo, Inspektor. Seit wann wohnen Sie denn hier, Herr Inspektor? Ein sehr neugieriger Bursche, was? Ich bin gerade mit dem Ausbacken fertig geworden. Warum sind Sie umgezogen? Nun, ja? Ja, ich gebe es zu. Man hat mich aus meiner alten Wohnung geworfen. Sehr gut, wir sind alle bei Ihnen. Tut mir leid, aber es ist mir einfach so peinlich. Wie ist eigentlich der Fall mit dem Eisenbahndieb ausgegangen? Mein Partner hat ihn freigekauft. Da hat er aber nochmal Glück gehabt. Das glaube ich nicht. Warum? Weil er und sein Partner nun wegen gewerbsmäßiger Urheberrechtsverletzung verklagt werden. Wer ist denn der Kläger? Weiß ich nicht mehr. Mick Laus oder so.
Auf Wiedersehen. Man sieht sich. Aber er hat ja sein überdimensionales Handy fallen lassen. Das muss dem Inspektor gerade aus der Tasche gefallen sein. Jetzt gehört es mir. Ein Handy gehört eigentlich dem Inspektor. Ja, rufen wir ihn doch mal an. Ja, es ist gesperrt und ich kenne den PIN nicht. Wollen wir ihm das einfach zurückgeben? Ich wüsste nicht, was ich noch mit dem Inspektor reden soll. Okay. Tja, ja. Also behältst du einfach das Handy und telefonierst auf seine Kosten. Ne? Das ist der Mülleimer. Kannst du mal öffnen? Öffne und schau rein. Er ist bereits auf. Ja, ist der Mülleimer. Warum? Feuerlöscher. In dem Kasten ist der Feuerlöscher. Das ist so Vorschrift. Und dann öffne und nimm mit. Ich brauche im Moment keinen Feuerlöscher. Ja, für alle Nachbarn, die ich habe hier. Es öffnet niemand. Oh, Briefkästen. Jeder Mieter hat hier einen eigenen Briefkasten. Welcher gehört mir eigentlich? Ich habe den Schlüssel nicht dabei. Dann ätz einfach auf hier. Besser nicht. Du, 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 du. Das wäre eine Verschwendung der Milchsockensäure. Ui. Jetzt sind wir hier. Klingelknöpfe. Komm, wir drücken einfach mal da flach ran drauf. Aus dem Alter für Klingelstreiche bin ich echt raus. Sentai. Was ist das denn? Ein Werbeplakat für ein Internetforum über japanische Kinderserien. Warum zur Hölle braucht man für sowas ein Internetforum? Hentai? Ich möchte das Plakat nicht haben. Ja. Be smart, shop as smart. So. Hi Ash. Hi Sid. Ah ja, Ash aus The Evil Dead. Natürlich mit der Kettensäge da hinten. Sehr, sehr lustig. Ich hoffe, man versteht die Referenz, aber klasse. Ich wusste gar nicht, dass er hier... Ich kann mich gar erinnern, dass Ash Williams auch hier auftaucht in dem Spiel. Oder in der Serie generell. Nett. Ash hätte etwas dagegen. Ich habe kein Kleingeld dabei. Und ich habe ein eigenes Telefon in der Wohnung. So Waren. Naja, verschiedene Waren. Irgendwas, was ich gebrauchen kann. Oder oben. Ah ne, das ist einfach nur dazwischen. Schaltet sich der Hotspot aus, okay. Willst du nichts mitnehmen? Warp einmal. Ja, ich werde es ja gern kaufen. Ja, hast du Geld dabei? Nein, aber ich zahle per Cashcard. Auch gut. Oh. Groovy, vielen Dank für Ihren Einkauf im Smart. Gut, haben wir das schon mal. Bloß war das hier. Ach, kann ich mal telefonieren? Ja, sorry, Sid. Dafür haben wir den Münzfernsprecher neben der irgendwas. Kettensäge. Eine Kettensäge. Kann man echt gut damit umgehen, ja. Ich benötige keine Kettensäge. Gewehr. Gewehr. Ach, Edge weiß alles über diese Geräte. Ja, offensichtlich, ne? Ein kaputter Fernseher. Ich will gar nicht wissen, was da passiert ist. Wahrscheinlich haben die Dämonen wieder angegriffen. Der funktioniert garantiert nicht mehr. Evil Dead, das Spiel. Soll ja auch eins rauskommen oder kam schon raus. Mal sehen. Evil Dead. Hi. Ash, Ash, Ash. Ich nehme an, wir können nicht spielen. Ne? Wir speichern aber lieber erstmal. Gut. Ja, mehr gibt's ja auch nicht zu tun. Gehen wir die Straße runter. Okay, da arbeitet. Jetzt nehmen wir mal so ein bisschen was von der. Ja, von der beschäftigten Innenstadt von Ronville, hä? Ist ja auch mal interessant. Geschlossen. Ey, unser Lokal öffnet erst heute Abend, Sid. Wenn du eine Pizza willst, dann komm hier rüber. Vielleicht später. Ja, wenn du meinst. Oder wie du meinst. Das ist der neue Disney-Film. Disney voll auf Zack. Es geht um einen Boulevard-Reporter, der mit seinem treuen Goldfisch und einem trockenen Baquet die Welt vor Außerirdischen rettet. Day of the Dead. Den habe ich kürzlich gesehen. Ich mochte den Schurken. Day of the Dead, ja. Day of the Tentacle. So ein bisschen, ja, Zack McGregor. Aber auch mal lustig, einen Disney-Film von Zack McGregor zu sehen. Obwohl da gewisse Dinge nicht passieren würden. Zum Beispiel, dass wir das Eichhörnchen mit einem Stock erschlagen oder unseren Goldfisch einfach die Toilette runterspülen bzw. In die Topfpflanze gießen. Ne? Hi Jeff. Hi Sid. Na, musst du bei deinem Vater wieder aushelfen?
Na, eigentlich würde ich lieber zum Strand runtergehen. Aber ich will mir ein paar Kröten verdienen. Was für eine Pizza steht denn heute auf der Karte? Ey, Pizza mit Meteorbrocken und gerösteten Goldfischen. Das ist eine Designer-Pizza. Cool, was? Klar, nehme einen. Ich hoffe mal, dass du das Geld dabei hast. Natürlich habe ich Geld dabei. Nebenbei, hast du die Ware bekommen? Versteht, was ich meine? Oh, die interessiert dich nicht besonders. Du interessierst dich nicht besonders fürs Weltgeschehen, oder? Wieso fragst du? Ja, heute schon die Zeitung geguckt. Oh Gott. Britney ist Tagebücher, Jugendschützer. Ah, jetzt habe ich es gelesen. Die Zeitung schreibt auch sowieso noch Müll. Ey, ich wäre mir da nicht so sicher. An deiner Stelle würde ich mich damit beeilen, wenn du dir noch eine Ausgabe zulegen willst. Weißt du was, das werde ich jetzt auch machen. Schnell die Kontaktdaten vom Verlag besorgen und eine Ausgabe bestellen. Lalalala, scheiß auf die Pizza. Ey, was mit deiner Pizza? Ich habe es gerade gesagt, ich war gerade so perplex von diesem Bild, was ich da gesehen habe. Ja, scheinbar ist das wirklich ein Verkaufsschlager, ne? Diese Tagebücher der Britney B. Und dann benutzt du das Handy. Aber da kenne ich die PIN nicht. Ich habe doch ein Telefon, oder nicht? Also entweder bestelle ich es mit dem Telefon oder mit dem PC, aber ich weiß nicht, ob ich... Habe ich einen funktionablen PC? Nee. Nö, wen soll ich anrufen? Hallo, und du willst dir die Tagebücher der Britney B bestellen? Oder kannst du dir eine TV-Shopping-Sendung angucken? Ah, wir unterbrechen den aktuelle Programm für eine Sondermeldung. Wie soeben bekannt gegeben wurde, wird aufgrund der nicht jugendfreien Inhalte von die Geheimtagebücher der Britney B. eine Behörde zur Kontrolle von Büchern ins Leben gerufen. Oh, das wird ja immer schlimmer, ja. Das Book Ratings Board, oder kurz BRB, wird ab sofort Bücher in die Altersgruppen ab 0 Jahren, ab 6 Jahren, 13 Jahren und 17 Jahren unterteilen. Der Bestseller von Britney B. wurde gar komplett auf den Index gesetzt und kann nun gar nicht mehr erworben werden. Und nun zurück zum laufenden Programm. So eine Ach, dann fragen Sie diese dämlichen Politiker, warum der Schwarzmarkt blüht. Das ist wohl wahr, ne? Also ich meine, gerade erwachsene Menschen irgendwelche Sachen vorzuenthalten oder zu zensieren, ist natürlich schon ziemlich dämlich. Aber wenn es ja schon so weit geht, dass Bücher zensiert werden, ich hoffe, es kommt niemand auf Ideen jetzt, ja. Tja, was machen wir jetzt? Es ist kein Buch mehr vorhanden. Wir wissen nicht, wen wir anrufen können. Wir können höchstens nochmal zu Jeff gehen, in der Hoffnung, dass der uns ein bisschen... einen kleinen Tipp geben kann. Dafür brauchen wir wahrscheinlich auch die Schlaftabletten, weil der war doch in der einen Episode, hat er doch so gern die Pillen geschluckt hier. Bisschen drogenabhängig ist er auch, ne? Aber vielleicht hat er irgendwie einen Namen, vielleicht hat er einen Namen von einem Dealer, in Anführungsstrichen, ne? Quatsch mal mit dem. Hi Jeff, hi Sid. Du hattest recht. Boah, ich mal wieder. Womit denn? Britneys Buch wurde verboten. Auch deshalb. Deshalb was? Kennst du Tom Koslowski? Koslowski? Mr. Koslowski, unser Lehrer? Sein Sohn. Er ist hier gerade mit einem Haufen Bücher vorbeigelaufen. Wahrscheinlich vertickt der Depp die jetzt zu völlig utopischen Preisen. Moment mal, der Sohn von Koslowski betreibt Schwarzhandel? Der Kerl hat wenig mit seinem Vater gemeinsam. Am wenigsten der Intellekt. Der Depp ist völlig zurückgeblieben. Hat was von Ed. Und das bei dem Vater? Ey, kommt in den besten Familien vor. Ich habe kürzlich deine Opas kennengelernt. Ey, falls du die beiden grauhaarigen Banker meinst, das sind nicht meine Opas. Sicher? Werd ja wohl wissen, wer mit mir verwandt ist und wer nicht. Sie sehen dir aber verdammt ähnlich. Ey, der Typ bei Mad News sieht mir auch ähnlich. Ich bin aber trotzdem nicht mit ihm verwandt. Das war eigentlich irgendwas übersprungen. Nee, das ist Episode 41, ne? Die beiden waren jedenfalls ziemlich seltsam. Mich würde interessieren, wer das verbockt hat. Ich kann's mir denken. Ich verstehe die Anspielung gerade nicht. Ich weiß, dass ich schon wieder vergessen habe. Was macht ihr denn da? Na, was sieht's denn aus? Ey, Banküberfall. Irgendwer aus der Firma hat den Kontoauszugdrucker hier aufstellen lassen, anstatt in unsere Filiale. Wir dürften hinterher erwischen. Den Verantwortlichen würde ich rausschmeißen. Den würde ich ausschmeißen. Oh, wurde er bereits.
Hat aber seltsamerweise gleich ein neues Jobangebot bekommen. Wirklich? War als was? Irgendwas mit Flughäfen bauen Deutschland. Ich dachte, es ist normal zur Uni gegangen und studiert Informatik. Auch möglich. Seid ihr verwandt? Warum fragst du? Ihr seht euch so ähnlich. Ja, das liegt daran, dass wir bei ATMU und auch alles über das richtige Aussehen von Bankern lernen. ATMU? Universität fürs Bankwesen. Okay, habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden, die Referenz, aber so wie Hi Jeff, Hi Sid. Hast du Day of the Dead gesehen? War das der, wo sie versuchen, einen Zombie wieder zu einem denkenden Wesen zu erziehen? Nein. Ach, dann habe ich den nicht gesehen. Ich muss wieder los. Ey, halt die Ohren steif, Alter. So hinter... Oh, wow. Oh Gott, möchte ich von dem wirklich was annehmen? Nicht in dieser Episode. Eine einfache, so in der gegenstehende Kiste. Die wir öffnen können. Das sieht mich absolut gar nicht, was da drin ist. Eine Tonne. Eine umgefallene Tonne. Mit was? Zum Verkauf. Zum Verkauft. For sold. Eine Mülltonne, die im Gegensatz zur anderen noch steht. Und du öffnest sie mal. Ohne guten Grund wühle ich nicht im Müll. Tom. Hallo, Tom. Ey, kennen wir uns? Nicht persönlich, aber dein Vater ist mein Lehrer. Ach so. Ich da gehört, du Ware verkaufst. Wer sagt denn sowas? Ich verkaufe nur Britneys Tagebücher. Das hatte ich doch auch gemeint. Warum sagst du das dann nicht? Mein Q-Dings ist nur 75. IQ? Genau, das Q-Dings. Und wie läuft das Geschäft? Ja, noch nicht so gut. Du bist erst der Zweite, der mich darauf anspricht. Der Erste hat nicht mal gekauft. Wer war denn der Erste? Dieser Typ von Woody's Pizza Shack, der mir diese blauen Pillen verkauft hat. Echt starkes Zeug. Ich frag lieber nicht. Warum verkaufst du hier? Weil es hier sicher ist. Fällt es nicht besonders auf? Nö. Ich hänge sonst auch immer hier ab. Ich bin nicht gerne in der Wohnung von meinem Vater. Wieso ziehst du ja nicht in eine eigene Wohnung? Ja, doch. Dort ist es nicht sicher. Mittlerweile ziehen Polizisten absichtlich in solche Wohnungen, um die Nachbarn nach illegalen Stuff zu durchsuchen. Und wenn man auf den Grund für ihren Umzug anspricht, kriegt man nur zur Antwort, dass sie aus ihrer alten Wohnung geworfen wurden und es ihnen unangenehm ist, darüber zu reden. Was willst du für ein Exemplar? Geld! Ja, das ist mir bewusst. Ich wollte wissen, wie viel. Nun, wenn man zum ursprünglichen Preis die Straßensteuer, die Zuvielwertsteuer, die Schwarzmarktsteuer und meine eigene Provision dazu rechnet? Du kannst rechnen. Nein, aber das klingt intelligent. Sagen wir $150. Du bist verrückt? Stimmt, mein Vater hat mich kürzlich testen lassen. Woher weißt du das? Ja. Egal, komm ins Geschäft. Nicht für diesen Preis. Dann verschwinde, mach Platz für den nächsten Kunden. Ich muss wieder los. Welchen nächsten Kunden bitte? Ja, Cashcard hier. Warum sollte ich ihm das geben? Farbe. Kann ich ihn einfach auflösen? Kann ich die Pillen einfach andrehen? Ja, toll, nun? Nicht in dieser Episode. Ja. Ed? Was machst denn du hier? Ich soll für meine Mama das Buch von dieser Britney besorgen. Hier soll es noch jemanden geben, der es verkauft. Herr Edna macht das geil, ne? Vor allem nun zwischen zwei Zurückgebliebenen. Da würde ich gern mal Mäuschen spielen. Na dann. Ja, ihn jetzt anzusprechen bringt nichts. Kannst ihn beobachten. Das ist der verrückte Ed. Hi Jeff. Ich muss wieder los. Ich muss jetzt irgendwie warten, bis... ihn anzusprechen bringt nichts. Tja, nun. Ah ja, Britney. Die Ed's Hamster, okay. Britney? Ja. Was machst denn du hier? Ey, was geht dich das an?
Ist das der Name deines neuen Freundes? Mister, was geht Sie das an? Nein! Ich hatte einen Arzttermin und warte nun auf den Bus, um nach Hause zu fahren. Zufrieden? Frauenarzt? Ja. Starrst du diesen Hamster an? Ey, ich soll auf das Fellknäuel aufpassen. Und sowas machst du freiwillig? Natürlich. Schließlich ist das Ding so süß. Außerdem hat mir dieser hässliche Typ $20 versprochen. Weißt du, wem dieser Hamster gehört? Na, diesen blauen Freak da. Der dort mit Tom spricht. Du kennst Tom? Ich kenne alle Männer und Ron in- und auswendig. Okay. Too much information, aber... Ach, muss Kommentar verkneifen. Könntest du bitte weggehen? Warum sollte ich denn? Damit du den Hamster klauen und das Leben dieses armen Tieres in der Mikrowelle beenden kannst. Dachte ich mir doch. Du kannst denken? Selbstverständlich dachtest du, mein Gehirn wäre schon vor Jahren im Klo runtergespült worden. Was ist 79 minus 78? Was interessiert mich das? Bin ich mein bescheuerter Bruder? Dazu sag ich lieber nichts. Ist auch besser so. Gibt es eine Möglichkeit, dass du verschwindest? Eine Möglichkeit gibt es da schon. Die da wäre? Ich träume schon lange von einem lila Handy. Und wo kriege ich jetzt eines her? Ist das mal deine Sorge sein? Schon gut. Und da tunken wir doch mal das Handy in die Farbeimer. Rein damit. Das ist natürlich gemein. Jetzt geben wir ihr Handy von jemand anders und die hat nicht mal den PIN dazu, also. Britney, ich hab da was für dich. Ein lila Handy! Genau so eins wollte ich schon mal haben. Ja, geh weg da. Meins. So, nehmen wir den nochmal. Komm mit mir, kleiner Racker. Speicher natürlich nochmal. Für den Fall der Fälle, dass jetzt. Ja, weiß nicht, ob sich mal hier oder da ein kleiner Bug einschleicht. Ja, würde ich sagen. Können wir das auf Add loslassen? Warum sollte ich ihm das geben? Können wir den irgendwo. Ja, oder wir können den wirklich in den Mikro. Ich glaube nicht, dass wir den in die Mikrowelle stecken müssen, aber ich meine, wir können es ja mal versuchen. Ich meine, vielleicht ist das wirklich. Das Lösungsproblem. Das Problemslösung. Och Gott. Gesucht, Hamster entlaufen. Belohnung für den Finder. Oh na, auch der Arme. Ja. Hallo Ed. Hallo Fit. Was ist los, Ed? Mein Hamster ist weg. Wer würde denn so etwas tun? Böse Menschen, Fit. Böse Menschen. Irgendeine Idee, wer denn dein Hamster entführt haben könnte? Überhaupt nicht. Ich habe die ganze Zeit mit Tom verhandelt. War ziemlich schwierig, ihm zu erklären, was ich von ihm will. Normalerweise habe ich nichts mit solchen Menschen zu tun. Schwarzmarkthändlern? Nein, zurückgebliebener. Ich mag solche Menschen nicht. Was? Nichts. Aber das Buch hast du bekommen. Ja, und ich setze also als Belohnung ein. Derjenige, der meinen Hamster findet, tot oder lebendig, bekommt das Buch. Tot oder lebendig? Wie meinst du das, tot oder lebendig? Ich befürchte, dass man meinen Hamster bereits getötet hat. Und was machst du mit dem Töter? Ich werde ihn qualvoll leiden lassen. Bis bald. Dann geben wir ihm das einmal mal. Hey Ed, ich habe deinen Hamster gefunden. Oh, vielen, vielen Dank, Sid. Ich weiß nicht, was ich ohne ihn machen würde. Als Belohnung kann ich nur das Buch geben. Falls ich außer der Belohnung noch was machen kann, brauchst du nur was zu sagen. Ich komme auf dich zurück. Oh. Oh. Huch, das war's. Gut, die Milchsockensäure haben wir gar nicht gebraucht. Wahrscheinlich war das... Hätte man auch noch einen anderen Weg gehen können, aber... So sind wir halt an das Buch gekommen. Adventure Game Studios 3.3.4. Sid Starter Pack. Zu ziemliche Grafiken und so weiter und so fort. Ja, aber es war echt, also ich finde, es war eine nette kleine Episode, ein schöner Start in die neue Staffel. Wir haben mal ein bisschen was so von einer neuen Umgebung gesehen, ja. Also ein bisschen Sids Wohnung kennen wir noch gar nicht. Wir haben auch mal Sid gespielt. Ich glaube, das war jetzt das erste Mal, wenn man jetzt die Edgar Award Staffel nicht mit ein, Folge nicht mit einbezieht. Und das ist doch schön. Hat Spaß gemacht, war alles, war gut, war relativ einfach, man war nachvollziehbar, die Rätsel, ne. Ja, und jetzt kennen wir den Sohn unseres Lehrers, auch mal ein neuer Charakter. Ja, kann man ja gespannt sein, was so in Zukunft noch folgt. War noch was? Ach ja. Ich habe immer noch nichts gegessen. Ende. Tja. Muss Prioritäten setzen. Entweder die versauten Tagebücher der Britney B. oder
eine Pizza. Ist beides wahrscheinlich nicht so gut fürs Gemüt, ne? Alles klar, Leute. Ich würde sagen, es hat Spaß gemacht und wir sehen uns dann einfach wieder bei der nächsten Episode von Manic Mansion Mania. Bis dahin, ciao.